Gerhard, sei so nett und sag mal, was zu deinem Betrieb, der Entwicklung von den letzten Jahren und was sich ereignet hat, dass sich dein Büro vergrößern mussten und wir uns heute hier in diesem neuen Umfeld treffen. Ja, unser Betrieb ist jetzt eben direkt vom Afterbetrieb geworden. In den letzten 3-4 Jahren sind wir jetzt ganz umgestiegen auf die reine Direktvermarktung. Das heißt, wir fahren nicht nur Märkte an, sondern wir liefern auch gezielt aus. Also die Bestellungen, die reinkommen, werden gezielt ausgeliefert. Und somit machen wir auch den ganzen Umsatz direkt in der Direktvermarktung. Wir haben eigentlich angefangen 1994 mit Legehennen und haben dann 2003 den ganzen Betrieb auf biologisch erst umgestellt. Und dort sind wir dann eingestiegen richtig in die Direktvermarktung. Wir produzieren eben Teigwaren, Eier, Kartoffel, Getreide und diverse Sachen, was halt sonst noch irgendwo dazukommt jedes Jahr. Aber in den letzten Jahren hat sich dann in der Landwirtschaft sehr viel gedreht, weil ich das System erst verstanden habe, um was es geht. Dass es nicht um Technik geht in der Landwirtschaft, sondern um das Verständnis des Bodens und überhaupt mit den ganzen Mikroorganismen und den ganzen Bodenlebewesen zu arbeiten, war dann eben schon sehr spannend. Und dort hat sich der Betrieb dann so weiterentwickelt, dass wir jetzt auch CO2-Speicherungen machen im Boden mit der Ökoregion Kaindorf zusammen. Wir bieten auch Workshops an, wo wir EM- und Kompost-Teeherstellung auch präsentieren oder zeigen, wie das geht und wie es angewendet gehört. Und da sind wir auch schon beim Punkt, wo wir in den letzten Jahren viel gearbeitet haben, und das war eigentlich der Kompost-Tee. Ja, dort ist jetzt in den letzten 2 Jahren erst eine richtig große Firma oder eine gute Firma entstanden, wo ich sagen muss, ja, wir sind fast drauf gedrängt worden. Ich wollte ja eigentlich nur für mich alleine eine kleine Kompost-Teemaschine machen, und das ist dann eben, hat so die Runde gemacht, und ich habe dann für den eine gemacht und für den anderen eine, und ich habe gesehen, hier ist Potenzial drin. Und dann eben noch mit dem Heiner Kuhls, dass wir dann den Kompost auch noch am Hof hatten, weil ich ja einen Biomeiler hinterm Hof stehen habe, wo ich meine ganze Wohnung oder das Haus heize damit. Und dann haben wir gesehen, okay, dieser Kompost wäre eigentlich das Richtige für einen Komposttee. Und dann hat sich eins das andere gegeben, und jetzt sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Und jetzt haben wir auch die neue Firma gestartet, und wir werden dort das Ganze jetzt auch, glaube ich, ganz gut vorantreiben, dass Kompost-Tee auch in der Breite angenommen wird. Und auch jetzt nicht der Kompost-Tee alleine, das ist jetzt nur ein kleiner Baustein, aber das Verständnis für den Boden und für das Bodenleben. Ich nehme mal dieses Stichwort von dir, Baustein. Ich denke, wir haben alle zusammen gelernt, und ganz besonders die auch mit den Händen und auch mit den Geräten im Boden sind, dass alle Einzelbestandteile das große Ganze ergeben und dass nichts richtig und auch nichts wirklich falsch ist. Und vielleicht sagst du dazu einfach auch nochmal etwas, wie sich das bei dir in den letzten Jahren herauskristallisiert hat und welche Dinge da an Wichtigkeit und Bedeutung gewonnen haben. Ja, wichtig, wichtig. An und für sich ist alles wichtig, aber wo fängt man an, wo hört man auf? Ich bin so, dass ich sage, ja, zum Anfangen braucht man erstens mal organische Masse für das Bodenleben. Das Bodenleben ist aber teilweise sehr spärlich vorhanden. Jetzt geben wir halt dann Bakterien mit zu, damit das die organische Masse, die wir jetzt dann aufs Feld führen, auch umgearbeitet wird oder umgesetzt wird in Humus. Auf der anderen Seite ist es so,
Die Technik, habe ich ja gesagt, ist nicht wirklich zwingend erforderlich, dass alle jetzt mit einem System rumfahren. Also das System, das am Hof ist, gehört einfach richtig eingesetzt. Dann macht es gar nichts, ob der eine mit der Fräse, der andere mit Tyriel fährt und der andere mit dem Pflug. Ich glaube einfach, dass das System verstanden werden muss. Und wir arbeiten mit Bakterien und mit Lebewesen. Der Wurm ist halt einer, den man sehen kann. Dort werden auch viele Würmer gezählt auf Quadratmeter und dann heißt es halt, ja, du hast halt nur 20 oder du hast halt schon 100 und der nächste hat 500. Also ich kann jetzt nicht sagen, was jetzt genau das Wichtigste ist. Also dass wir müssen schon irgendwo aufs Ganze schauen, ob es jetzt der kleine Baustein ist von der Technik oder der kleine Baustein von Fermenten EM oder wie auch immer man sie nennt oder der kleine Baustein von Komposttee. Also das Schau aufs Ganze ist eigentlich ganz ein guter Slogan. Ja. Und der zweite wichtige Punkt, der für mich so sich herauskristallisiert hat, verschiebe es nicht auf morgen, sondern beginn mit dem, was auf dem Hof vorhanden ist. Selbst wenn es, wie du es gestern so schön sagtest, Prototypen ähnlich aussieht, aber solange es sprüht, solange es macht, solange das, was erreicht werden soll, im Ziel bleibt, anfangen und loslegen und tun. Ja, man muss dann schon sagen, dass nicht alle so wahnsinnig sind wie ich. Dass die beim Nachhausefahren dann schon genau wissen, wie es morgen funktioniert. Aber das hat uns im Endeffekt dann auch weitergebracht, weil wir alles umgesetzt haben. Wir sind schon oft auch auf die Nase gefallen, aber das war dann auch das, wo wir das meiste gelernt haben. Und wenn einer glaubt, er wartet, bis die perfekte Lösung kommt, dann hat er Jahre verstreichen lassen. Und das ist so. Man muss irgendwo mal anfangen und dann auch mal mit einem Prototypen, mit einer 0815-Lösung, ist ja nur, damit man allen gefangen ist und vielleicht so angefangen ist, damit er das System auch versteht. Und warum jetzt diese Maschine jetzt nicht so funktioniert und warum diese jetzt auch nicht funktioniert, das kommt dann mit dem Arbeiten. Aber grundsätzlich sind die Landwirte ja auch alle Bastler, gehe ich davon aus. Und wenn ein bisschen Hirnschmalz mit reingeht, dann macht dann auch Sinn. Also davon gehe ich aus. Gut.